Hallo und willkommen. Ich bin Meister Lehnsherr und ihr seht Get Germanized, a German Horror Story. Die Überraschung von Stefan Friedmann. The Surprise. Ralf wachte im Dunkeln auf. Er wollte seinen Kopf anheben, doch der fühlte sich an, als hätte ihn jemand mit Beton gefüllt. Selbst die Hand zu heben gelang ihm nur mit äußerster Mühe. Ralf bewegte seine Finger, die dabei ordentlich knackten. Als er den Arm ausstreckte, stieß er schnell auf Widerstand. Ralf stutzte. Vorsichtig tastete er nach allen Seiten. Erstaunt stellte er fest, dass er auf Widerstand stieß, egal in welche Richtung er fühlte. Ihm wurde langsam bewusst, dass er in einer Kiste liegen musste. Seine Atmung beschleunigte sich. Erschrocken stellte er fest, dass die Luft in seinem Gefängnis bereits dünn geworden war. Schweiß trat auf seine Stirn. Während er sich nach rechts drehte und panisch mit seinem Ellenbogen gegen die Seite drückte, hörte er, wie etwas Schweres auf den Deckel seiner Kiste plumpste. »Hey«, rief er mit schwacher Stimme, »was ist hier los? Wer ist da?« Dann plumpste es erneut. Ralf nahm all seine Kräfte zusammen, schlug mit der Faust gegen das Dach seines Gefängnisses und schrie weiter um Hilfe. Kurz darauf verstummte das Geräusch über ihm. Stattdessen hörte er nun eine Stimme. Sie klang leise und gedämpft, als wäre sie weit entfernt. Ralf verstand kein einziges Wort, glaubte aber, eine männliche Person zu erkennen. Nach einem kurzen Moment der Stille polterte etwas lautstark über ihm, dann drang Licht in sein Gefängnis und Ralf wurde geblendet. Schmerzgeplagt kniff er die Augen zusammen. »Ich glaube, ich werde bekloppt. Das gibt's doch nicht«, sagte eine kratzige Stimme über ihm. Der schwere Deckel wurde ganz geöffnet, das grelle Licht verschwand und wich einem schwachen Schein. Als Ralf die Augen öffnete, blickte er in das völlig erstaunte Gesicht eines alten Mannes. Der wich panisch vor Ralf zurück. Vor Schreck ließ er dabei seine Taschenlampe fallen, sodass sie das frische Grab ausleuchtete, auf dessen Grund sie sich befanden. »Was ist hier los?«, fragte Ralf und stemmte sich aus dem Sarg, in dem man ihm hatte beerdigen wollen. »Sie leben«, stammelte der alte Friedhofswärter. »Das ist unmöglich.« Ralf klappte den Sargdeckel zu und setzte sich tief luftholend darauf. »Was ist passiert? Warum habe ich in einem Sarg gelegen?« Zuerst gab der Alte keine Antwort. Nach 1-2 Minuten des Schweigens fing sich der Totengräber jedoch und begann Ralf zu berichten. Mit immer noch zitternder Stimme erzählte er ihm von der Beerdigung, die am Nachmittag stattgefunden hatte, und von der Trauerfeier. Ralf lauschte den Worten mit ungläubiger Miene und sank während des Gesprächs immer weiter in sich zusammen. »Wie bin ich gestorben?«, fragte er den Alten. Der schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, nach einer Operation, die haben sie nicht überlebt. Ihre Frau arbeitet doch in dem Krankenhaus, in dem sie gestorben sein sollen. Muss hart für sie gewesen sein.« Wieder schüttelte er den Kopf. Mit erdverkrusteten Händen schob er sich eine Kippe zwischen die Lippen und bot Ralf eine an. Der lehnte ab. Er hatte jetzt anderes zu tun. Nachdem er das Grab verlassen hatte, bedankte er sich bei dem Totengräber und bat ihn, Feierabend zu machen und niemandem von dieser Sache zu erzählen. Nach gutem Zureden willigte der Mann schließlich ein und schlurfte langsam vom Friedhof. Ralf sah ihm lange hinterher, dann setzte er sich auf einen Grabstein und dachte nach. Stück für Stück kamen seine Erinnerungen zurück. Und mit jeder von ihnen wühlte sich der Schmerz immer tiefer in ihn hinein. Am Ende begann er zu weinen. Ralf wünschte sich, der Totengräber hätte seine Arbeit vollendet, damit ihm das hier erspart bleiben würde. Doch nun war es anders gekommen und er musste heute Abend noch einige Dinge regeln. Dinge, für die es keinen Aufschub gab. Ralf klopfte sich den Dreck von der Anzugshose und marschierte los. Als er den Rand des Dorfes erreichte, versank der Rest der Sonne im Horizont. Straßenlaternen sprangen an und warfen schmutziges Licht auf die Gehsteige. Ralf war darauf bedacht, nicht gesehen zu werden. Immer im Schatten aufhaltend, bewegte er sich durch die Vorgärten. Zwei Straßen weiter erreichte er sein Ziel.
Er blickte durch das Fenster und sah seine Frau in der Küche stehen. Sie schnitt gerade Zwiebeln und wischte sich unentwegt über die Augen. Er sah seiner Frau lange zu, dann wandte er sich ab und schlich hinter das Haus. Dort stand ein großer Holzschuppen. Er zog leise das Tor auf und betrat ihn, ohne Licht zu machen. Ralf wusste, wie er sich in dem Schuppen bewegen musste, ohne zu stolpern. Als er eine Schubkarre packte und anhob, fuhr ein stechender Schmerz durch sein Innerein. Ralf konnte gerade noch einen Schrei unterdrücken. Vorsichtig betastete er die große Naht auf seinem Bauch. Nach einer kurzen Verschnaufpause packte er einige Sachen in die Karre und schob sie hinter das Haus. Dort parkte er sie direkt neben der Hintertür. Ohne sich umzublicken, öffnete er die nicht verschlossene Tür, griff sich einige Gegenstände aus der Karre und betrat die Waschküche. Dort blieb er stehen und lauschte in den dahinterliegenden Flur. Es blieb ruhig. Vorsichtig öffnete er die Tür, dabei drang ihm ein bekannter Geruch in die Nase. Seine Frau kochte gerade sein Leibgericht. Leise näherte er sich der Küche. Die Tür stand einen Spalt auf und er konnte seine Frau mit dem Radio um die Wette summen hören. Nachdem er sich kurz umgesehen hatte, zog er die Tür auf. Marion stand am Herd und präsentierte ihm ihren Rücken. Ohne dass sie es bemerkte, setzte er sich an den Küchentisch. »Wie war denn so meine Beerdigung? Waren viele Leute da?« fragte Ralf mit lauter Stimme. Das Summen verstummte und Marion wirbelte herum. Als sie ihren totgeglaubten Ehemann am Tisch erblickte, begann sie zu schreien. Ralf stand auf, ging zu ihr und legte seine Hand auf ihren Mund. Der Schrei verstummte. »Das hast du dir gut überlegt«, flüsterte er in ihr Ohr. »Ein toller Plan. Oh, wirklich sehr gelungen. Ich spende deinem Liebhaber eine Niere und komme bei der Operation ums Leben. Bei der Operation, die du als Ärztin bei mir durchgeführt hast. So konntest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du rettest deinen neuen Stecher und wirst den überflüssig gewordenen Ehemann los. Echt genial. Leider muss wohl irgendetwas schiefgelaufen sein. Denn der Ehemann überlebt und wacht in seinem Sarg wieder auf. Wirklich komisch.« Ralf schmunzelte und nahm die Hand von ihrem Mund. »Das kann nicht sein. Du bist tot. Das ist unmöglich.« »Wie du siehst, bin ich lebendig. Dein Pech.« »Das ist alles unmöglich. Wie hast du herausgefunden, dass ich dich sterben lassen wollte?« »Ich hatte vor der Operation schon so ein merkwürdiges Gefühl. Außerdem wusste ich, dass du mich betrügst. Und als der Totengräber erzählte, dass ich bei deiner Operation gestorben sein sollte, war mir alles klar. Wo ist denn übrigens dein neuer Stecher?« »Er wird gleich von der Arbeit kommen. Und dann wirst du dein blaues Wunder erleben.« »Ich denke eher nicht«, sagte Ralf. Er ging zum Tisch, nahm die Folie, die er aus dem Schuppen geholt hatte, und breitete sie in der Küche aus. Dann ging er zu seiner Frau, fesselte sie, klebte ihr den Mund zu und legte sie auf die Folie. Dann wartete er. Wenige Minuten später traf sein Nebenbuhler ein, den er schnell überwältigte. Ralf schlug so lange auf ihn ein, bis er sich nicht mehr rührte. Dann fesselte und knebelte er auch ihn. Hastig wickelte er beide in die Folie. »Ihr hattet einen schönen Plan. Jetzt habe ich einen schönen Plan.« Mit den Worten zerrte Ralf die beiden reglosen Körper aus dem Haus in den Garten und hob sie mühsam in die Schubkarre. Ohne gesehen zu werden, schob er seine Last auf den Friedhof. Vor seinem Grab stoppte er. Er legte die Taschenlampe, die er mitgenommen hatte, auf den ausgehobenen Erdhaufen und buxierte die beiden bewusstlosen Körper polternd in den Sarg. Kurz bevor Ralf den Deckel schloss, wachte seine Frau auf. Als sie sah, was Ralf vorhatte, begann sie zu wimmern. »Das hättest du dir alles früher überlegen sollen. Jetzt wünsche ich dir und deinem Stecher einen schönen Aufenthalt unter der Erde. Ach übrigens, mit dem Totengräber werde ich mich schon einig. Ein paar große Scheine wirken Wunder und schließen jeden Mund. Grüß die Maden von mir.« Mit diesen Worten klappte er den Deckel zu und warf Schaufel für Schaufel auf den Sarg. Und als er mit seiner Arbeit fertig war, leuchtete der Mond hell am dunklen Firmament
und tauchte die Welt in einen zauberhaften Silberschein. Das war Die Überraschung von Stefan Friedmann. Mehr zu Stefan Friedmann und seinen Werken auf stefanfriedmann.de. And if you enjoyed this video, leave a like and subscribe. And if you don't, go to hell. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen.